Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Harry Wenn Potter. Wenn wir fliegende Seepferdchen finden, ja? Wie sollen wir sie fangen? Ron ist sehr gesprächig. Ja, willkommen. Es ist Sonntag, es ist Retro-Blindzeit, ihr kennt es. Wir werden mal schauen, dass wir fliegende Seepferdchen finden mit unseren Zauber. Wir hatten den Hinweis gekriegt beim letzten Mal, wir sollten die rausziehen. Ronald fragt zu Recht, wie wir sie fangen sollen. Aber da haben wir beim letzten Mal ja auch einen ganz guten Weg gefunden. Und zwar die Libellen einfach ein bisschen zu rösten. Das werden wir jetzt wahrscheinlich auch gut hinkriegen. Wir müssen einmal... zum Bootssteg. Mal gucken, wo der Bootssteg denn überhaupt ist. Der wird wahrscheinlich da unten sein, denke ich mal. Also da um die Ecke. Schon mal warnen. Aber ich meine, ich hätte also. Wenn wir Seepferdchen finden, wie sollen wir sie fangen? Der Bootssteg. Kann ja nur. Oh, oh. Kann ja nur hier unten irgendwo sein, oder? Leider bin ich nicht so in dem Harry Potter-Universum, dass ich jetzt weiß, wie Hagrids Hütte, wo die ist. Das ist auf der anderen Seite. Da waren wir ja auch schon. Wir müssen Seidenschnabel suchen. Los! Und dann? Ich habe ein kleines Problem mit Seidenschnabel zu fliegen. Ihr habt es ja beim letzten Mal gemerkt, oder bei einer älteren Folge Retroblind, dass wir da einen Copyright-Strike hatten. Wir brauchen fliegende Seepferdchen. Weil die Melodie, die da lief von Harry Potter, Copyright hatte bei Sony. Und die haben das dann, ja nicht gestrikt, sondern geclaimed. Und ja. Deswegen lief da irgendeine Random-Musik im Hintergrund. Wir müssen Seidenschnabel suchen. Los! Ist an sich eigentlich auch schon echt lustig, dass eigentlich Warner Brothers, also Harry Potter ist ja mal nicht Warner Brothers, und diese Lizenzmusik liegt bei Sony. Nicht bei Warner Brothers. Schon ein Fall für sich. Wenn man da mal so ein bisschen gedanklich drauf rumkaut. Ist Ron denn auch Sollen da? Sollen wir Hagrid besuchen und ihn um Hilfe bitten? Ron feiert seine eigene Party da hinten. So, da sind unsere Libellen. Ja, was ich echt ein bisschen schade finde, aber das hatte ich auch schon erwähnt, ist, dass hier draußen keine Mannequins rumlaufen. Das sieht alles so ein bisschen, ja, trostlos aus, ne? Da fehlt ein bisschen so, die haben sich so viel Mühe drin gegeben und jetzt läuft man hier draußen rum und denkt so, ja, wow, hier ist nix, nixe. Sollen wir Hagrid besuchen und ihn um Hilfe bitten? Ja, bringt uns ja jetzt gerade nicht weiter her, ne? Prima. So, vielleicht jetzt hier weiter. Wo geht's hier rüber hin? Drüben hin. Wenn wir da überhaupt reinkommen. Trommelwirbel. Spannung steigt. Nö. Oh, naja. Ronald ist ja auch schon ausgestiegen.
Aber vielleicht kommen wir hier runter und dann zum Bootshaus, das hoffe ich so ein bisschen. Ja, da ist es. Läuft. Das hier sieht gerade ein bisschen aus wie beim Hermannsdenkmal in Kassel. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart, so wo dieses Wasserspiel da fünf Stunden gefühlt runterläuft. Da, am See sind... Okay. Wir spielen das jetzt. Ich bin gespannt. Zwei. Wir brauchen nur noch einen. Hab ich dich. Drei. Das war's. Wir haben alle fliegenden Seepferdchen. Okay, das war einfach. Aber auch komisch, ne? Bootshaus, ja. Hier zumindest den Weg runter. Da am See sind fliegende Seepferdchen. Okay. Haben wir dann alles? Ronald wird uns das gleich bestimmt sagen. Ja, die Treppen ein bisschen schwierig. Man darf auch nicht vergessen, PlayStation 2. Müssen wir jetzt wirklich zur Zaubertränke? Ja. Schön, dass er uns das jetzt nochmal mitgegeben hat, dass wir jetzt ready sind, um zur Zaubertränke zu gehen. Das heißt, wir gehen jetzt nach vorne wieder. Und gehen dann rein und in den Keller. Jetzt mal ein bisschen unterwegs. Unterwegs. Schade. So ein bisschen, so ein paar. Vor allem den Sound haben sie ja... Oh, haben wir uns übersehen. Sound haben sie ja eingefügt. Super. Also dieses Gemurmel im Hintergrund. Wie bei Theme Park World. Aber irgendwie haben die vergessen, die Männer kennen oder die Menschen hier reinzumachen. Also da habe ich das gerade eh nicht verstanden, aber hier verstehe ich das. In diesem, an diesem, ja, Park. Müssen wir jetzt Hinterhof. Wirklich zur Zaubertränke? Oder kann ich hier rechts laufen? Mal gucken, ob das hier was bringt. Ja. Spart. Ja, wir müssen trotzdem hier einmal so ein bisschen außen rum laufen. Zumindest da oben lang. Dann haben wir's. Wir müssen zu Zaubertränke. Wir haben alle Zutaten. Ja. Ja, wir sind mittlerweile auch in der 13. Folge. Harry Potter. Ich meine, die anderen Harry Potters, die waren hier schon durch. Jetzt ist das hier ein bisschen weitläufig. Jetzt müssen wir hier ein bisschen mehr laufen, wie erster oder zweiter Teil. Der PlayStation. Ich habe gesehen, den zweiten Teil müssen wir gab jetzt wirklich es auch. Zur Zaubertränke. Den zweiten Teil gab es auch in der Tat bei für die PlayStation 2. Vielleicht können wir ja mal da einfach mal reinschauen. In einem Livestream oder so wäre das ganz cool. Einfach mal so eine Stunde spielen und mal gucken, was wird. Mal gucken, wo so der Unterschied ist. So. Ab in den Keller. 10 Minuten haben wir knapp rum. Aber haben jetzt endlich alle... Haben sie auch noch gefühlt 3 Folgen dran rumgeeiert, das zu finden. Also das alles zu finden. Hier geht's lang. So. Abmarsch. Cutscene. Bestimmt, hoffe ich. Ja, guck mal. Erstmal Ladebildschirm. Und dann braucht ihr den Unverwundbarkeitstrank. Wenn ihr ihn trinkt, wachsen eure Kräfte.
Die Wirkung hält einige Wochen an. Ich möchte alle warnen, die diesen Trank ausprobieren möchten. Denn die maximale Dosis beträgt 2 Fläschchen. Ihr könnt gehen. Okay. Cool. Diesen Trank brauchen wir bestimmt. Und wenn wir 2 Fläschchen... Boah, das wäre ja schon cool, ne? 6 Fläschchen können wir insgesamt... Tut mir leid, Ron. Ich muss zum Quidditch-Stadion. Viel Glück! Ja, danke. Draco, warte! Du wolltest doch mal die Kiste mit den Quidditch-Bällen gegen eine Kiste mit verzauberten Bällen tauschen. Flint und Derek haben das jetzt gemacht. Die Originalkiste haben sie vor den Glockenturm im Hof gestellt. Der Pokal gehört uns. Wir machen Gryffindor fertig. Da bist du ja endlich! Die Slytherins haben die Kiste mit den Quidditch-Bällen gegen eine Kiste mit verzauberten Bällen ausgetauscht. Das müssen wir Professor Dumbledore erzählen. Wir können nicht einfach irgendwas erzählen und hoffen, dass er das Spiel absagt. Wir brauchen erst Beweise. Weißt du, wo die Originalkiste jetzt ist? Sie steht vor dem Glockenturm im Hof. Okay, versuchen wir, nach draußen in den Hof zu gelangen. Das sollten wir hinkriegen, oder? Das müsste, glaube ich, da gewesen sein, wo wir gerade waren. In diesem großen Hof. Oder ist das der Glockenhof, da wo das Pendel ist? Direkt am Eingang, dann bräuchten wir es nicht ganz außen rumlaufen. Dann bräuchten wir nicht da in den Hof. Also in den kompletten Innenhof von Hogwarts quasi. Hagrid hat sich schon empfohlen. Hagrid macht jetzt Hagrid-Sachen. Ja, das mit dem Laden ist auch schon echt lang. Wenn man überlegt, was da heutzutage für eine Technik hinter... Seht nur, da ist sie! Ja, aber von hier aus kommen wir nicht ran. Wir müssen auf die Länder reingehen und dann reinfliegen. Oder so. Ja, man verschärft das auch lustig. Man versteckt das natürlich so offensichtlich, dass jeder das sieht, wenn man rausgeht. Also wenn man das Bedürfnis hat, zu betrügen. Wisst ihr, wie ich das meine? Dann würde ich es ja wahrscheinlich nicht versenken. Dann hätte ich es wahrscheinlich nicht da versteckt, dann hätte ich es versenkt. So rum. Los, gehen wir. Wie kommen wir bloß in den Hof? Mit dem Vogel? Wir müssen Seidenschnabel suchen. Los! Da sind diese Mistviecher. Ganz großen Bogen drum machen. Gefährlichste Gegner hier im ganzen Spiel bis jetzt. Ein Biss vergiftet. Zack, die Duck, fast los. Tot. Hagrid jetzt zu Hause ist. Sein Schnabel ist auf jeden Fall noch voll einsatzbereit. Los, wir werden das Spiel verlieren, wenn wir uns nicht beeilen. So, wenn jetzt gleich ein anderer Ton ist, wisst ihr warum? So, fliege vor den Glockenturm im Hof. Echt jetzt? Falscher Knopf. Jetzt muss ich das erst gefrieren, um dann den... Aber wir haben alles dabei, sag ich.
Für Draco war das schon eine ganz komplizierte Geschichte, ne? Also das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ich hab sie. Schnell ins Quidditch-Stadion. Verbeugt. Okay. Ich weiß nicht, ob wir da direkt reinfliegen können oder hinfliegen können. Wahrscheinlich eher weniger. Nee. Okay, Cutscene. Jetzt wird Harry Potter wahrscheinlich den sterbenden Elch Gerade machen. Gerade noch rechtzeitig übergaben Ron und Hermine Professor Dumbledore den Beweis. Unauffällig entfernte er die Flüche von den Quidditch-Bällen und das Spiel ging normal weiter. Das Gryffindor-Team war gerettet. Harry gelang es, den goldenen Schnatz zu fangen. Und somit nicht nur das Spiel, sondern auch den Quidditch-Pokal zu gewinnen. Komisch, ne? Also ich hätte jetzt gedacht, dass wir eine Runde Quidditch spielen müssen. Ich sag bewusst müssen. Weil das war in zwei Jahren, also im zweiten Teil war das ja ganz fester Bestandteil. Du warst klasse. Was ist denn mit Hagrid los? Hagrid? Schnäbelchen wird bei Sonnenuntergang hingerichtet. Kann ihm nicht mehr helfen. Oh Hagrid, was können wir tun? Nichts. Das Urteil ist gefällt und das war's. Geht jetzt zurück ins Schloss. Muss mich um Schnäbelchen kümmern. Vielleicht könnten wir... Keine Ahnung. Nein, Hagrid hat recht. Wir können nichts mehr tun. Wir sollten gehen. Ja, genau. Weiter Knopf. Ich probiere heute mal was anderes. Ich werde heute hier beenden und wir beginnen bei dem nächsten Retro Blind. Direkt am nächsten Tag. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da. Und ich schaue mal, ob diese kurzen ein bisschen besser ankommen. Dann habt ihr halt... Das ist halt nicht so lang. Ne? Vielleicht kommen ja 20 Minuten drauf. Ganz gut an. In diesem Sinne, vielen Dank. Habt einen wunderschönen Sonntag. Bis bald. Ciao.